Hallo, ich bin euer Emanuel Großmeister. Heute stelle ich euch die limitierte Sammlerbox zum neuen Zelda-Spiel Tears of the Kingdom vor. Wenn es euch interessiert, dann bleibt dran. So, hier man nimmt die limitierte Zelda-Box. Jetzt packen wir die mal aus. Als erstes ist so ein Karton drumherum. Dann haben wir die Box an sich. Alles hier mit Gold Schrift über ziemlich cool gemacht. Hinten haben wir noch ein schönes Bild drauf. Und da steht dann nochmal der Titel drauf. Ziemlich cool. Und innen drin ist auch dann nochmal schön was bedruckt. Dann haben wir hier als erstes mal das Spiel an sich. In seiner Originalverpackung, wie man es auch im Handel so kriegt. Das ist dann auch nochmal bedruckt von innen. Ist auch ziemlich cool. Dann haben wir das Steelbook noch dazu zum Spiel. Auch schön mit dem vergoldeten Verzierungen und das ist so schimmert. Schimmert ist auch ganz cool gemacht. Ihn ist natürlich auch bedruckt. Nehmen wir mal das erste hier runter. Da gucken wir uns das kleine hier mal an. Und dann haben wir hier vier Symbole. Wenn wir die rausnehmen, dann sehen wir hinten, dass das eine Art Anstecker ist. Sehr cool. Dann mal ja, nächstes ist das Artbook. Das in Folie nochmal eingepackt. Machen wir jetzt nochmal auf.
Und hier sehen wir auch nochmal, dass es schon bedruckt ist. Auch mit dem Goldüberzug, das ist ziemlich cool gemacht. Hier sehen wir jetzt verschiedene Konzeptgrafiken aus dem Spiel und Zeichnungen von gewissen Szenen aus dem Spiel, auch ziemlich cool gemacht. Und alles großteils auch japanisch übersetzt natürlich, ganz Schriftarten. Ist schon cool, dass es sowas noch dabei ist. Nehmen wir noch ein weitere Etage ab und da haben wir dann auch das Stilposter haben wir hier noch drin. Natürlich sehr gut eingepackt das Ganze. Ja, sieht eigentlich auch ein sehr schönes Motiv aus. Das wird auf dem Hardcover drauf, ich komme im Spiel. Genau das und ist ein bisschen fest und ist metallisch das Ganze. Hier kann man auch Magnete dran machen. Auch ziemlich cool. Jetzt seht ihr nochmal alles, was dabei war in der Limited Editionsbox. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen, dieses Video zur Spezial Edition von Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich bin euer Manuel Großmeister und macht's gut.